dass die Autorin auf Teufel komm raus deine Liebesgeschichte reinschreiben wollte. Und statt dass sie sich erstmal so ein bisschen kennenlernen und sich dann etwas entwickelt, hat sie vom ersten Blick an versucht, da Gefühle rein zu interpretieren. Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Buchbesprechung bzw. zu einem Abgebrochen. Ihr werdet das Buch nochmal in meinem abgebrochenen Büchervideo am Ende des Jahres sehen. Ich schreibe mir nämlich komplette Liste. Das glaube ich, mache ich zum ersten Mal so, dass ich mir jeden Titel aufschreibe von den Büchern, die ich abgebrochen habe. Normalerweise zähle ich einfach nur die abgebrochenen Bücher. Diesmal habe ich mir tatsächlich eine Liste gemacht mit allen abgebrochenen Büchern. Deswegen werdet ihr das in meinem nächsten, also in diesem Video nochmal sehen. Auf jeden Fall ist dieses Buch eins der 6 Bücher, die meine Kinder für mich ausgesucht haben, die ich lesen sollte. Und ich war so traurig, dass ich das abgebrochen habe. Aber ich zeige euch erstmal, worum es geht. Und zwar von Katja Brandes, Kiona im Bann des Silberfalken. Abgesehen davon, dass das Cover einfach wunderschön ist und auch der zweite Band wunderschön ist, ich glaube, es ist eine Dilogie, spielt das Ganze in Island. Und ich bin ja ein großer Island-Fan, auch wenn ich noch nie dort war. Das ist mein sehnlichster Wunsch, irgendwann mal nach Island zu fahren. Liebe ich dieses Land. Und jedes Mal, wenn ich im Buch über Island und allgemein diese nordischen Nordländer lese, dann bin ich eigentlich voll dabei. Aber hier hatte ich so meine Problemchen mit. Es geht hier um Kari. Kari macht einen Islandurlaub mit ihren Eltern. Und ja, es ist alles andere als schön. Also jeder ist irgendwie aufeinander schlecht gelaunt. Kari hatte Probleme in der Schule, die Eltern halten es ihr noch vor. Und sie machen einen kurzen Halt, bevor sie halt zu ihrem Hotel fahren und steigen aus, wollen sich die Beine vertreten und Kari wird in eine andere Welt gezogen. Und in dieser Welt stellt sie fest, dass sie eigentlich zu fälschlicherweise dort hineingezogen wurde, denn alle glauben, sie wäre eine magische Assassine, weil sie ihr zu verwechseln ähnlich sieht. Also schwebt sie jetzt in Lebensgefahr, denn sollten die herausfinden, dass sie nicht die richtige Assassinin ist, würden sie sie umbringen. Und das sagen die auch ganz deutlich und laut. Also sie schwebt in Lebensgefahr. Und das ist auch der Punkt, an dem ich dachte, ich habe keinen Bock, dieses Buch zu lesen. Es fängt mega spannend an und ab dem Moment, wo sie halt in dieser Welt ist, dachte ich, willst du mich verarschen? Sie ist in einer Welt, die von Mord und Todesanschlägen und allem geprägt ist, erfährt, dass sie sterben kann, wenn sie rausfinden, wer sie wirklich ist, und ihr fällt nichts Besseres ein, als sich in einen Typen zu vergucken und sich Sorgen zu machen, ob sie jetzt gut gestylt aussieht oder ob er sie richtig angeguckt hat, ob er sie mag. Und ich dachte, ernsthaft? Also sie erfährt, dass sie halt eben die Falsche ist, geht dann in so eine Kneipe, um halt eben was zu essen. Und dort sitzt halt dieser Junge. Und der erste Gedanke, die sie hat, wow, ist er ganz toll und er hat mich gerade angeguckt und vielleicht sollte ich ihn ansprechen und ihn anlächeln. Und ja, statt sich zu beschäftigen, wie sie irgendwie aus dieser Misere rauskommt, ist sie die ganze Zeit mit den Gedanken bei diesem Jungen. Sie geht dann in den Wald, sieht ihn dann irgendwie da mit irgendeinem Fuchs oder irgendeinem Tier rumtollen und statt sich zu fragen, hoffentlich erwischt er mich nicht und was macht er hier und was auch immer und ist das jemand, dem ich vertrauen kann oder nicht, ich muss aufpassen, ist der erste Gedanke, auch wenn er sie jetzt sieht, aber sie ist doch gerade jetzt gar nicht so in der hübschesten Verfassung und sie ist, ja, also, keine Ahnung, das ist jetzt nicht das richtige Outfit und da dachte ich mir so, ernsthaft? Also diese Spannung, die da so dahinter steckte, dass sie eigentlich in Gefahr ist, war für mich nicht allgegenwärtig. Und ich hatte das Gefühl, dass die Protagonistin das auch total nicht ernst nimmt. Und dass die Autorin auf Teufel komm raus deine Liebesgeschichte reinschreiben wollte. Und statt dass sie sich erstmal so ein bisschen kennenlernen und sich dann etwas entwickelt, hat sie vom ersten Blick an versucht, da Gefühle rein zu interpretieren. Und das fand ich viel zu überalt. Ich meine, ich habe von diesem Buch, ich weiß nicht, ich glaube 120 Seiten oder so gelesen. Und da hatte sie schon, war sie ja schon total vernarrt in ihn und nur er und keine Ahnung was. Und ich dachte so, hä? Gib mir doch ein bisschen Zeit. Sie hat ihn das erste Mal gesehen, sie weiß gar nichts von ihm. Er war auch gar nicht freundlich zu ihr. Wieso verliebt man sich denn in jemanden, der so
abfällig zu einem ist und so böse guckt und halt so ein Bitchface drauf hat. Also ich weiß es nicht. Das hat mich so ein bisschen irritiert, weil ich so dachte, keine Ahnung. Es war so eine aufgezwungene Liebesgeschichte und so unrealistisch einfach. Wenn ich in Lebensgefahr schwebe, dann mache ich mir doch Gedanken, wie ich aus dieser Misere rauskomme und was könnte ich denn tun und nicht, wie ist mein Outfit und wie sehe ich denn aus heute? Also wisst ihr was? Das war für mich so völlig unrealistisch. Es hat mich genervt. Ich hatte absolut keine Lust mehr weiterzulesen. Ich dachte mir so, wow, es sind dann noch so 400 Seiten. Ich habe keine Lust. Und den zweiten Teil werde ich ebenfalls nicht lesen. Nee, sorry. Das war für mich völlig nicht nachvollziehbar. Diese ganze Spannung, die aufgebaut wurde, war einfach zunichte gemacht worden, weil ihr einziges Problem war, ob sie diesem Kerl näher kommen kann und wie sie das kann. Und ich dachte so, wirklich, das ist das Wichtigste, gerade in deiner Situation. Okay, gut. Ja, naja, auf jeden Fall schade. Es hat mich, es war für mich halt ein abgebrochenes Buch. Muss es halt auch geben, aber ich sag's ja immer wieder, ich habe keine Zeit für schlechte Bücher. Und wenn es mich nicht catcht und wenn ich nicht das Gefühl habe, ich möchte es in die Hand nehmen, ich möchte es weiterentdecken, ich muss wissen, was da weitergeht, ich muss es lesen, dann brauche ich dieses Buch absolut nicht. Wirklich nicht weiterzulesen. Und das empfehle ich euch auch. Zwingt euch nicht. Es gibt genug. Ich bin sicher, ihr habt auch einen Sub, dem ihr jede Zeit ein neues Buch greifen könnt. Zwingt euch nicht, Bücher zu lesen, die kacke sind. Weil das ist es einfach eure Zeit nicht wert. Ihr habt genug andere gute Bücher vielleicht, die ihr verpasst, weil ihr euch mit diesem Kackbuch beschäftigt. Ja, und deswegen habe ich es abgebrochen. Leider. Das einzige von der Liste, das wirklich nicht gut war. Alle anderen Bücher, die ich gelesen habe von diesen sechs, also fünf von sechs, waren wirklich spitze. Ja. Aber das hier nicht. Habt ihr es gelesen? Fandet ihr es großartig und sagt, was stellst du dich so an? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Macht's gut. Bis dann.